Liebe Gäste, guten Abend und besonders liebe Freundinnen und Freunde von Sylvia Bovenschen. Wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind. Und ich möchte der Stadt danken, dem Städtischen Kulturamt und dem Frauenreferat, dass wir diese Veranstaltung zusammen haben können. Heute ist der Geburtstag von Sylvia Bovenschen und meine Gedanken gehen an diesem Tag und an diesem Abend zuallererst nach Berlin zu Sarah Schumann. Es sind fast 30 Jahre her, seit ich Sylvia Bovenschen zum ersten Mal begegnet bin. Wir waren 1988 hier in dieses Haus gezogen und hatten zum ersten Mal diesen Saal, um Lesungen zu halten. Und mir fiel auf, dass zum wiederholten Mal, dass es da eine Frau gab von ungewöhnlicher Schönheit, von der ich nicht wusste, wohin sie gehörte, wie sie hieß. Eine strahlende Erscheinung mit leuchtenden blauen Augen und langem blonden Haar. Und als sie wieder einmal kam, war sie in Begleitung von Walter Böhlich. Deswegen steht auch das Buch hier, mit dem sie sehr oft ein guter Freund war und mit dem sie oft ausging. Und so wurden wir einander vorgestellt. Bald darauf bekam ich eine Einladung in die Oberlindau, in ihre Wohnung. Und sie, die ich für mich die blaue Frau genannt hatte, war dort und Sarah Schumann war zu Besuch und die Wohnung war mit diesen ganz ungewöhnlichen Bildern Sarah Schumanns wirklich davon erfüllt. Es hatte bald darauf Klaus Reichert die sehr gute Idee, Sarah Schumann zu bitten, doch für die Virginia Woolf Edition die Umschläge zu entwerfen. Und so wurde das eine große, lange Zusammenarbeit und es ist eine der schönsten Editionen unseres Verlages geworden. 1996 hat Sylvia Bovenschen ihren 50. Geburtstag gefeiert. Im alten Literaturhaus in der Bockenheimer Landstraße. Sie hat viele Menschen eingeladen, was für sie ganz ungewöhnlich war. Sie hatte nicht damit gerechnet, sagte sie, dass sie dieses Alter überhaupt erreichen würde. Und dort traf ich Jörg Bong, der ihr Assistent gewesen war und der kurze Zeit später dann mein Assistent wurde. Und für mich hat damals eine neue Epoche begonnen im Verlag. Es kamen nicht nur Jörg Bong, es kamen noch andere junge Männer ins Haus, die bei Sylvia Bovenschen studiert hatten und sie verehrten und denen sie wirklich im strengsten Sinne auch eine Erzieherin gewesen war in ihrer unerbittlichen kritischen Klarheit und in ihrem Vermögen, Phänomene zu sehen, bevor andere sie überhaupt aufgespürt hatten. Das war Jörg Bong und ihr großer Freund bis durch alle Tage. Und sie wurde dann unsere Autorin. Sie wechselte von der wissenschaftlichen Arbeit in ein ganz freies Schreiben hinüber. Und Sie kennen ihre Bücher, die so erstaunlich sind. Und auch das letzte Buch, Log und Trug und Rat und Streben,
von dem sie sagte, ich kann es nicht empfehlen, aber ich liebe es. Und es könnte auch, sie hat gesagt, es soll erst nach meinem Tod erscheinen. Und so ist es dann auch gekommen. Sie war für den Verlag Ratgeberin, Kritikerin. Sie hat Lektorate übernommen. Wir verdanken ihr Autoren, Autorinnen, die gekommen sind. Sie hat bis in den Nachmittag ihres Sterbetages hinein mit dem Verlag gearbeitet, noch mit Oliver Vogel gesprochen. Es ist ein, sie gehört zur Biografie des Verlages in diesen, ja, doch mehr als 25 Jahren. Und wir, ja, verneigen uns vor ihr in Liebe und in Dankbarkeit und vor allem in großer Freundschaft. Sie hat gewusst, was Freundschaft ist, und viele von Ihnen haben das erlebt. Und ja, wir sind in Verehrung für Sie, wenn auch Verehrung etwas ist, was heute ja nicht mehr so häufig anzutreffen ist. Danke Ihnen sehr. Ich freue mich, dass Frau Böttinger, Frau, ja, ich stolpere über Ihren Namen manchmal, Antje Ravitsch-Strubel und Herr Witzel hier sind und mit uns diesen Abend gestalten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, und einen schönen Abend auch von mir und Dank an Monika Schöller, die den Abend eröffnet hat. Verehrung ist, glaube ich, ein Wort, das sich durch diesen Abend ziehen wird. Ich habe ja mit Literatur nur mittelbar zu tun, ich schreibe nicht selber, und obwohl ich eben nicht selber schreibe, kann ich sagen, Silvia Bowenschen war auch meine Kritikerin. Sie konnte sehr streng sein und sie war mir eine sehr liebe und sehr gute Freundin, und ehrlich gesagt habe ich Herzklopfen, jetzt hier zu stehen und ihr sehr großes Bild dort oben zu sehen, weil ich das Gefühl habe, sie beobachtet mich. Und sie wird genau darüber urteilen, war es okay oder was hätte ich besser machen können. Aber bei allem, was sie immer sagte und bei aller Kritik, bei aller Schärfe ihres Verstandes, war sie immer voll Liebe und zugewandt. Wie ich sie kennengelernt habe, ganz einfach. Ich bin Fernsehtalkerin und wen ich wirklich kennenlernen möchte, den lade ich ein. So einfach war das. Natürlich kannte ich Silvia Bowenschen schon längst, denn ich habe in den 70er Jahren, Ende der 70er, ich möchte mich nicht älter machen, als ich bin, in Bonn Germanistik studiert, in der zweiten Hälfte der 70er, um genau zu sein, und Geschichte. Und natürlich schlug diese Arbeit von ihr, die imaginierte Weiblichkeit, sie schlug tatsächlich ein, damals wie eine Bombe. Denn wir, die wir uns in feministischen Kreisen trafen, wir suchten und fanden nicht viel. Vielleicht Simone de Beauvoir, na gut. War auch schon einige Jahre her, aber wir suchten noch anderes und wir fanden genau das in diesem bahnbrechenden Buch von ihr, als sie der Geschichtslosigkeit, der Unsichtbarkeit von vielen Frauen ein Ende setzte, muss man sagen. Aber dann, nach dem Studium, habe ich sie einigermaßen aus den Augen verloren, bis mir dann meine Mutter irgendwann sagte, du, ich habe ein wunderbares Buch gelesen, ein ganz kluges, geradezu weises und auch wunderbar geschriebenes, kennst du Silvia Bowenschen? Und so ging diese Geschichte weiter und ich dachte, ich möchte sie irgendwann persönlich kennenlernen, jetzt wo ich wieder literarisch sozusagen mit ihr verbunden bin. Und dann habe ich sie im Jahre 2010 eingeladen und sie sagte, beziehungsweise schrieb, es täte ihr leid, aber sie könnte nicht mehr reisen. Es ließe ihr Gesundheitszustand nicht zu und ich gab mich damit natürlich nicht glücklich, aber doch zufrieden, geht eben nicht. Und ein Jahr später entdeckte ich zufällig, dass sie eine Lesung im Literaturhaus Köln gab, an einem Donnerstagabend, und ich sende am Freitag. Dann habe ich sofort geschrieben, sie sind doch und sie werden doch übernachten und dann ist doch schon Freitag und sie könnten doch vielleicht kommen. Und Silvia sagte später, ich wollte nicht unhöflich sein, ich konnte da nicht absagen. Und so kamen wir haben eine bestimmte Dramaturgie und sie hat mich jahrelang auf den Arm genommen, weil sie an Platz 6 saß. Das sind normalerweise unsere Schicksalsgeschichten.
Am Anfang ist die Komik, am Schluss die Schicksalsgeschichte. Und diesmal war es eigentlich umgekehrt. Das war das Kluge am Schluss und auch das durchaus Komische, was ihr so lag. Ja, und am nächsten Tag, wie es der Zufall wollte, ich sagte dir bei unserem kleinen Nachtrunk, ich bin zufällig am Wochenende in Berlin und sie lud mich ein zu sich nach Hause, was eine große Ehre war. Und ich saß dann plötzlich und unerwartet am Samstag eigentlich wie so eine Konfirmandin in der wunderbaren, ganz besonderen Atmosphäre der Wohnung von Silvia Bowenschen und Sarah Schumann. Und dann lud sie mich sogar an diesem Tag zu ihrem 65. Geburtstag ein, leider an einem Freitag. Da konnte ich nicht. Aber seitdem habe ich jeden Geburtstag mit ihr verbracht. Und in gewisser Weise tue ich es natürlich auch heute. Ich kam seit der Zeit einmal im Monat nach Berlin, um die beiden zu besuchen. Und es war schon so, dass so wie andere, die schreiben, in ihr eine Mentorin gefunden hatten, so hatte ich tatsächlich für mich in meinem Leben eine Leitfigur gefunden. Das muss ich sagen, der ich immer das Gefühl hatte, gerecht werden zu müssen. Ich wurde kritischer mir selbst gegenüber, weil ich durch sie eine ganz andere Genauigkeit des Denkens, des Hinsehens, der journalistischen Aufgabe begriffen habe, als es vorher der Fall gewesen ist. Ich war immer etwas aufgeregt, ich muss es wirklich zugeben, aber wir wurden sehr vertraut und besondere Freude empfand ich, wenn sie in Furor geriet. Und das tat sie wahrlich gerne. Es gab nur eine Möglichkeit, sie zu stoppen. Sarah kam und sagte sinngemäß, Silvia, bitte. So ließ sie sich beruhigen. Aber auch diese Tiraden, auf die sie ein wenig stolz war, waren immer sehr schön und sehr klug. Und trotz allem sprach etwas aus dem, wie sie sich erregte, an Depressionen über die Zeit, in der wir heute sind und die sie ein wenig verloren sieht, möchte ich sagen. Als sie mich das erste Mal ihrem Rudel zuordnete und diesen Begriff verwandte Rudel, da habe ich gedacht, irgendwie habe ich es jetzt im Leben zu was gebracht. Also zum Rudel von Silvia zu gehören, das war schon was, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gebe auch zu, manchmal habe ich mich nicht getraut, bestimmte Dinge ihr gegenüber zu äußern, weil sie so klug war, so klar war in allem. Dann habe ich beispielsweise... Ich weiß noch, ich bekam eine Einladung, wir Fernsehmenschen sind manchmal so ein bisschen komisch und so ein bisschen eitel und so ein bisschen doof. Und ich bekam eine Einladung, also die Sendung hieß, glaube ich, Hausbesuche von Stuckrad Barre. Und naja, da macht man das Eigenwerbung und man taucht irgendwo auf und das wird Silvia sowieso nicht sehen im RBB und so. Die Sendung war auch ein bisschen doof, aber egal. Und ich kam das nächste Mal nach Berlin. Silvia sah mich an, etwas streng und sagte, was soll denn das mit Stuckrad Barre? Und ich schämte mich ein bisschen, muss ich zugeben. So war es. So war unsere Beziehung und sie war eine Person, die mir viel im Leben erklärt hat, ohne es verbal auszuführen. Ich kann sie nicht mehr fragen, sie kann nicht mehr antworten darauf. Aber ich kann sie trotzdem weiter fragen und sie ist irgendwo ganz klar dabei. Nicht nur durch ihre Bücher, sondern durch das, was wir, die mit ihr befreundet waren, an ihr so geschätzt waren. Und deswegen wird dieser heutige Abend auch, das war der Wunsch auch des Verlages, nicht nur ein literarischer, sondern auch einer mit persönlichen Zugängen, mit persönlichen Erinnerungen aufgrund der persönlichen Begegnung. Und ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann. Ich hoffe und glaube, es wäre auch in Ihrem Sinne. Und jetzt habe ich die Freude, Ihnen Brigitte Asheuer anzukündigen, eine wunderbare Sprecherin, die mit vielen Texten versiert ist und die mir vorher gesagt hat, es ist so eine Größe, die von ihr ausgeht und ich versuche, von dieser Person einfach wegzugehen vor Ehrfurcht. Ich stelle mich auch lieber hin, als dass ich mich unter sie setze. Ich versuche, mich auf diesen Text zu beziehen. Und das war eigentlich so der erste Text, mit dem sie das rein Wissenschaftliche verlassen hat und der Wiedererwarten ein Bestseller wurde. Älter werden ist ein wunderbares Buch, das ich übrigens heute auf der Fahrt nach Frankfurt noch einmal gehört habe. Es fällt einem nicht ganz leicht, ihre Stimme zu hören. Aber es war eine gute Fahrt. Und wir hören jetzt daraus Brigitte Asheuer mit entsprechenden Stellen. Bitte sehr. Älter werden. Notizen. Unwiderruflich.
Einst, als ich jünger war, hat mich die Irreversibilität von Ereignissen oft unangemessen beschwert. Kurze Zeit vor meinem universitären Abschlussexamen war ich bettlägerig krank. Ein studentischer Freund, im Studium schon fortgeschrittener, er stand bereits auf vertrautem Fuß mit dem Lehrpersonal, rief mich an, um mir einen Krankenbesuch anzukündigen, und er fügte dieser Ankündigung beiläufig hinzu, dass er Professor B., bei dem ich nächstens eine Prüfung ablegen sollte, mitbringen werde. Bevor ich protestieren konnte, legte er auf und war nicht mehr zu erreichen. Ich mochte Professor B., kannte ihn aber bis dahin nur aus dem öffentlichen Seminarbetrieb und empfand bei der Aussicht auf die anstehende Begegnung meine Reduktion auf die höchst private horizontale Sprechsituation als peinlich. Dann war aber alles gar nicht so schlimm. Die beiden kamen, brachten Blumen, erwähnten mit keinem Wort die anstehende Prüfung, überplauderten munter meine Bettlägerigkeit, wünschten artig gute Besserung und gingen wieder. Als ich mich einige Stunden später ins Bad quälte, traf mich die Peinlichkeit doch noch mit ganzer Wucht. Ich sah, dass auf einem Tischchen in meiner kleinen Diele, in dieser Wohnung war alles klein, unübersehbar und darüber hinaus wie zur beabsichtigten Unübersehbarkeit schräg drapiert, die jüngste Publikation des Professors lag. Ein anderer Besucher musste sie am Vortag dorthin gelegt haben. Ich erinnere mich, wie mir die Scham heiß durch alle Glieder fuhr. Man würde mich für eine Schleimerin halten, man würde mir einen Prüfungsopportunismus unterstellen, eine widerliche Anbiederei und dergleichen mehr. Am meisten aber quälte mich die Unauflösbarkeit des antizipierten Missverständnisses. Schließlich konnte ich ja nicht zu ihm hingehen und sagen, er solle bitte nicht annehmen, dass ich das Buch in schnöder Berechnung dort platziert hätte. Zudem war ja gar nicht auszuschließen, dass ihm das Arrangement vielleicht doch auch ein bisschen geschmeichelt hatte. Überdies bestand die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass es von ihm gar nicht bemerkt worden war. Da war nichts zu machen. Die Sache ging mir lange nach. Noch heute wäre mir der Ruch einer Schmeichlerin unangenehm, aber in solche Nöte komme ich nicht mehr. Über Vertracktheiten dieser Art würde ich mich altersmilde amüsieren. Damals aber hätte mich die Frage, ob ich keine anderen Sorgen habe, aufs Äußerste erbittert. Unauflösbar. Etliche Jahre später gehörten der Freund und ich selbst zum Lehrpersonal der Universität. Er litt an einer unheilbaren Krankheit, er zog ein Bein nach, was seinen Charme und seine Chancen bei den Frauen nicht minderte. Insgeheim, nur für mich, nie ihm gegenüber, ernannte ich ihn zu meinem Bruder im Leid. Er war das, was die Leute einen begabten Hund nennen. Jeden Dienstag gingen wir nach der Arbeit mit anderen Freunden Poolbillard spielen. Er war befähigt, aus dem Stand ein metrisch lupenreines und inhaltlich witziges Barocksonett über eine versehentlich versenkte schwarze Acht zu extemporieren. Er war ein ergiebiger Freund. Beim Mittagessen, das wir zuweilen zu zweit in einem kleinen Restaurant einnahmen, brachte er mich zum Lachen, indem er ziemlich gute Behindertenwitze erfand. Ein anderes Mitglied des Lehrpersonals, seinerseits, wie man in Bayern sagt, pumperl gesund, setzte sich unaufgefordert zu uns und fand das geschmacklos. Da kann man auch nichts machen. Feminismus. Bist du eine Feministin? Werde ich von einer jungen Frau in einem Comme des Garçons-Kostüm gefragt, die mich unaufgefordert duzt. Ja, bin ich. Sie schaut mich verwundert an, wohl wegen der uneingeschränkten Bejahung. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich füge hinzu, dass ich das für eine Frage der Intelligenz halte. Sie ignoriert meine kleine Provokation, scheint aber doch ein bisschen böse zu sein. Sie würde sagen, angefressen. Ich weiß nicht, ob es an meiner Antwort liegt oder daran, dass ich sie unbeirrt sieze. Sie sei doch etwas verwundert, sagt sie jetzt, denn sie habe gehört, dass ich damals, dieses damals, so wie sie es sagt, rückt mich augenblicklich in ein Historiengemälde. Wegen meiner lackierten Fingernägel, meiner High Heels und meines Fremdwortgebrauchs die Aggression so mancher Fundamentalfeministin auf mich gezogen hätte.
ob mich das nicht vom Feministischen in toto kuriert habe. Peanuts, sage ich. Die auf Sprache und Mode gerichteten Purgatorien von Studenten- und Frauenbewegungen habe ich gezielt umgangen. Kampfparker und Latzhose waren meine Sache nicht. Ideologische Kleiderordnungen haben mich nie tangiert und auch das Octroi der jeweiligen Sprachordnungen nicht. Ich glaube, jede Bewegung gebiert, unabhängig von der Frage ihrer Berechtigung, im Zuge ihrer Popularisierung die Karikaturen ihrer selbst. Den Feminismus bin ich mir schuldig. Als Kind empörten mich die Einschränkungen des Mädchenseins, die meine Eltern mir nicht aufnötigten. Ich kletterte auf Bäume und Pferde und lehnte es strikt ab, Puppenröckchen zu häkeln. Später, viel später, fand ich durch den Autor T.M., der ein Freund ist, ein Wort für das, was ich einst war. Ein Tomboy. Ich war schätzungsweise 7 oder 8 Jahre alt, als jemand den gehassten Spruch in mein von mir auch nicht sehr geschätztes Poesiealbum schrieb: Wandele stets auf Rosen und auf der grünen Au, bis einer kommt in Hosen und nimmt dich fort als Frau. Das wollte ich alles nicht. Nicht wandeln, nicht auf Rosen, nicht auf der grünen Au, und Hosen wollte ich selber anhaben, wann immer mir danach war oder auch nicht. Zur Zeit des Abiturs trug ich fast ausschließlich enge Röcke in italienischer Länge. Ich weiß aber noch, dass ich damals dachte, ich könne mir das Problem einer Berufswahl ersparen durch die Beantwortung der Frage, ob ich bei der zukünftigen Tätigkeit würde Hosen tragen dürfen. Dieses Kriterium erledigte damals alle seriösen Berufe. Es wies deutlich in ein Außenseiter-Dasein. Ich weiß nicht mehr, ob ich während meiner Kindheit wirklich lieber ein Junge hätte sein mögen. Ich weiß aber, dass ich mir die Welt abenteuerlich erobern und nicht etwa brav in einem Zimmer, nicht einmal in einem für mich allein, sitzen und auf einen warten wollte. Etwas älter geworden, erbitterte mich eine gymnasiale Biologielehrerin mit der Behauptung, dass mir geschlechtsbedingt nur reduzierte Befähigungen zukämen. Ich vermute, sie hatte in ihrer Jugend das Buch eines seinerzeit anerkannten Mediziners über den physiologischen Schwachsinn des Weibes gelesen. Schon damals, lange bevor Begriffe wie Feminismus in mein Vokabular kamen, stand für mich fest, dass ich mich wehren würde. In den Filmen dieser Zeit waren Suffragetten komische alte Weiber, die moralinsauer gegen jeden Spaß ihre Schirme zum Einsatz brachten. Und Blaustrümpfe waren arme Mädchen, die keinen Fortführer abkriegten. Schon damals ließ ich mich durch Karikaturen nicht beirren. Ich versprach mir, etwas in meiner Kraft Stehendes in dieser Sache zu unternehmen. Das habe ich gehalten. Dicke Pferde. Sie verschwanden so langsam, so schleichend aus dem Straßenbild, dass mir ihr Verschwinden erst viel später auffiel, als es sie schon lange nicht mehr gab. Die Gezeichneten, die Versehrten, die Krüppel, wie man damals noch sagte. Männer an Krücken, ein leeres Hosenbein hochgebunden, ein inhaltsloser Jackenärmel schlaff herunterhängend, die starre hölzerne Hand im schwarzen Handschuh, schlecht geflickte Gesichter. Das waren die Kriegsverletzten, Blinde, Kaputtgeschossene, von Bränden gezeichnete. Aber auch jene Entstellungen durch das, was humorvolle Leute gerne als Laune der Natur bezeichnen, sah man zur Zeit meiner Kindheit in großer Zahl. Allenthalben schielende Augen, Klumpfüße, Buckel, Kröpfe, Menschen mit wulstigen Diphtherienarben, mit großen Geschwülsten. Und dann gab es noch die Armen, die den Arzt nicht zahlen konnten, Menschen mit offenen Wunden und zahnlosen Mündern. Sie alle verschwanden mit der Zeit, mit zunehmender Prosperität und ärztlicher Kunstfertigkeit, so wie die dicken Pferde, die die Wagen, hochbeladen mit Blockeis, Bier oder Kohlen, durch die holprigen Straßen zogen. Sie hießen meistens Liese oder Lotte. Und nette Kutscher setzten ihnen im Sommer, um sie vor der Sonne zu schützen, Strohhüte auf, in die Löcher für die Ohren geschnitten worden waren.
Ich hatte mein Gehör gut trainiert und erkannte das Geklapper der Hufe auf dem Kopfsteinpflaster schon, wenn die Gefährte in unsere Straße einbogen. Dann rannte ich zur Speisekammer und entnahm einem Gefäß, das meine Mutter für diesen Zweck bereitstellte, kleingeschnittene Möhren und hielt sie den Gäulen auf straff ausgestreckter Hand vor die Mäuler. Manchmal hatte ich den Mut, den Kutschern zu sagen, dass sie ihnen die Schweife nicht kopieren sollten, weil dies die Waffe der Pferde gegen die Fliegen sei. Bestenfalls, wenn sie nicht über die altkluge Göre fluchten, lachten sie mich aus. Das war mir schmerzhaft aufgefallen, dass die Pferdewagen allmählich den zunächst meist dreirädrigen motorisierten Lieferautos weichen mussten. Das Verschwinden der Versehrten, das Ausmaß der seit meiner Kindheit möglich gewordenen Reparatureingriffe trat mir erst kürzlich deutlich ins Bewusstsein, als eine Schriftstellerin, auch nicht mehr die jüngste, sich in die Gentechnologie-Debatte einmischend behauptete, dass es doch die schadhaften Unvollkommenheiten seien, die Defekte, die das Humanum auszeichneten. Erst im Leid komme der Mensch zu sich. Ja, was denkt sie sich denn da in ihrer Sorge um das Genügen des Leids? Für den Schmerz war seit Hiob noch immer gesorgt. Geht Pest, kommt AIDS. Was immer auf den biotechnologischen Baustellen der Menschheitsumgestaltung zu unserem Schaden oder unserem Nutzen erdacht und gemacht werden kann, fürs Leid wird es immer genügend Schlupflöcher geben. Zu den wenigen Überzeugungen, die mir im Lauf der Zeit nicht verloren gingen, gehört, dass es bei allen Anstrengungen zur Verbesserung von allem, zur Vermehrung des Guten, immer nur um die Verminderung des Leids gehen kann. Die Zeichen weisen in eine andere Richtung. Was die zahnlosen Münder betrifft, man sieht sie schon wieder in den ärmeren Stadtvierteln Berlins. Die Gesundheitsreform, ein denkwürdiges Wort, hat dafür gesorgt. Und sie wird für mehr sorgen. Verkaufsüberlegungen. Einst sollte dieses Buch den Titel Einst erhalten. Ich mag dieses diffuse Wort. In seiner Unbestimmtheit entspricht es dem Zustand meines Gedächtnisses. Diese Analogie überdeckte ein leichtes Unbehagen im Hintergrund, bis meine Freundin S.C.H. sagte, nicht schlecht, aber für einen Titel doch etwas betulich. Genau, älter werden fand Gnade bei ihr. Jetzt, vielleicht solltest du dir doch noch einen anderen Titel überlegen, sagt mein Lektor, der ein Freund ist, am Telefon. Er ist 20 Jahre jünger als ich. Warum? Frage ich. Es könnte sein, dass sich von dem Titel älter werden nur Ältere angesprochen fühlen, sagt er. Warum? Frage ich tückisch weiter. Älter wird man doch vom ersten Tag des Lebens an. Er lacht etwas genervt. Er hat natürlich recht. Ab der Mitte des Lebens steht das Altern anders im Bewusstsein als in den vorangegangenen Jahren. Das Buch Älter werden hätte ich mir ohne Empfehlung im Alter von 30 Jahren wahrscheinlich nicht gekauft. Ich ändere den Titel trotzdem nicht. Würdest du ein Buch mit dem Titel Älter werden kaufen, frage ich am gleichen Tag meinen Freund T.J., der auch 20 Jahre jünger ist. Auf keinen Fall, sagt er. Warum? Es klingt wie ein Ratgeberbuch. Ich überlege, ob ich den Titel nicht doch ändern sollte. Wenige Stunden später ruft mich mein Freund AGD an. Auch er ist erheblich jünger. Ich frage ihn, was er von dem Titel hält. Guter Titel, sagt er, lakonisch und einfach. Ich bin froh. Er war mir immer ein guter Ratgeber und Anreger für meine Texte. Wie angenehm sind doch Ratschläge, die den eigenen Neigungen entgegenkommen. Versäumnisse. Einmal fragte mich jemand, ob ich glaube, in meinem Leben etwas versäumt zu haben. Ich war erstaunt, dass mir gar nicht so viel einfiel. Ich gab die Frage an meine Freundin S.C.H. weiter. Sie überlegte lange. Ich wartete auf eine dramatische Antwort. Dann sagte sie, ich bin nicht Motorrad gefahren. Mir fällt auch noch etwas ein. Ich konnte nie auf zwei Fingern pfeifen.
Vielen Dank, Brigitte Assheuer. Ich darf jetzt Antje Rabitz-Schobel und Frank Witzel auf die Bühne bitten. Bühne, gut. Wir teilen uns das Mikro ein wenig, das geht gut. Und meine erste Frage geht an Antje und ist eigentlich ganz einfach. Was hast du an Silvia Bowenschen besonders gemocht? Ja, die ist gar nicht so einfach. Also, oh, jetzt habe ich zwei. Okay. Ja, eigentlich klang das jetzt in dem Ausschnitt, den wir gehört haben, schon an, dass sie im Grunde spielerisch war in der Art, wie sie gedacht hat. Also sie hat eine provokante These aufgestellt und man ahnte schon anhand ihres Augenfunkelns, dass dahinter irgendwie noch mehr steckte und dass immer die Selbstbefragung mit dieser These einherging und ein pausenloses Überprüfen bestimmter Thesen oder Gedanken irgendwie stattfand. Und daraus resultierte auch so ein großartiger Witz eigentlich, so eine Hintersinnigkeit. Und das fand ich sehr beglückend. Die Überschrift des Nachrufs von Jörg Bonk in der Zeit trug genau auch den Titel Denken als Spiel. Und ich glaube, genau das trifft es. Es war die Lust am Denken, die Lust, Dinge weiter zu drehen und immer von einem erstmal unmöglichen Ende auszugehen und zu gucken, wie man möglicherweise dorthin kommt. Eine ihrer Lieblingsfragen war ja, wer stellt denn jetzt mal die richtige Frage? Also um genau das herauszufiltern. Du hattest mit ihr eine Freundschaft über viele Jahre und hast ihr oft Postkarten geschrieben. Das Doofe war, sie konnte nicht antworten. Naja, sie hätte. Wie hat sie auf die Postkarten, die du ihr geschrieben hast, immer wieder reagiert? Wir haben darüber geredet am Telefon oder wir haben uns getroffen und gesprochen. Manchmal hat sie gar nicht reagiert, aber es war auch gar nicht nötig. Ich glaube, dieses Postkartenzeichen von mir, also sie hat mitgekriegt, was bei mir passiert. Ich hatte einfach auch diese Lust, dir diese Karten zu schreiben. Also ich habe vorher nie Postkarten geschrieben und schreibe jetzt auch jetzt keine mehr. Das war so eine Kommunikation, die irgendwie für mich eine Bereicherung war, weil ich wusste, wer sie liest. Und das hat eine bestimmte Art von Sprache wachgerufen, die ich sonst nicht habe oder gehabt hätte. Du wirst gleich aus dem Postkartenfundus sozusagen vorlesen. Jetzt geht meine Frage an Frank Witzel, der gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Ingo Schulze den Plan hatte, mit Silvia gemeinsam ein Buch über sie zu konzipieren, ganz allgemein gesprochen. Dieses Buchvorhaben ist nicht fertig geworden, aber Texte daraus. Was hat Sie an Bowenschen so fasziniert, dass Sie gedacht haben, ich möchte über diese Kollegin mehr wissen und gegebenenfalls auch schreiben? Ja, es hat sich recht natürlich aus den Treffen ergeben. Also, dass ich gemerkt habe, wenn man bei ihr ist und man automatisch über dies und das redet, frei flottierend sozusagen, und man geht dann nach anderthalb Stunden, es war ja immer auch etwas begrenzt, also anderthalb, zwei Stunden, weil das natürlich auch eine Anstrengung war, immer Besuch, oder also jetzt in den letzten Jahren natürlich auch Besuch zu empfangen und weil sie ja auch gleichzeitig immer noch gearbeitet hat an ihren Büchern. Man ging dann davon weg und hat, also ich hatte immer Sätze von ihr im Kopf, irgendwelche Bemerkungen, irgendetwas, wo ich gedacht habe, auch das Mündliche, obwohl sie ja natürlich eine brillante Stilistin ist, die, glaube ich, so auch natürlicherweise dem Mündlichen etwas misstraut. Also sie hat immer gesagt, das ist doch nur Geplapper und das führt doch gar nichts, aber ich war da anderer Meinung. Ingo Schulze übrigens auch, also nicht nur mir ging es so, sondern auch dieses ein Dreiergespräch ist ja nochmal etwas, wo man ein bisschen den Fokus wandern lassen kann, wo man nicht jetzt sich so gegenüber sitzt in einem Interview, wo sich natürlich dann eine andere Form des Sprechens ergibt. Und das haben wir gemacht, aber
Silvia war mit dem Ergebnis nicht zufrieden, sozusagen. Also wir haben über 100 Seiten, die auch dann transkribiert wurden. Und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob sie sich's wirklich angeschaut hat. Ich befürchte eher nicht. Warum? Warum meinen Sie, sie hat es gar nicht wirklich? Nein, weil es geht ja vielen so, dass man die eigene Stimme nicht hören kann, wenn sie auf Tonband reproduziert wird oder wenn man sie aus dem Radio quäken hört mit einem Mal. Das klingt so anders und ich glaube, dass sie schon sie wollte einfach auch eine gewisse Kontrolle über das haben, was sie nach außen gibt. Und deswegen wäre es auch verfehlt, jetzt im Nachhinein sozusagen, ohne dass sie noch ihr Okay geben kann. Sie hat zwar natürlich in die Gespräche eingewilligt und wir haben die auch geführt, aber wir haben immer noch nach einer wirklich zündenden Form gesucht, die wir gemeinsam nicht gefunden haben. Und sie war meines Erachtens kritischer, als sie hätte sein müssen, aber das ist zu respektieren, finde ich. Und ich lese heute einen Auszug und es wird bestimmt auch mal ein paar Auszüge geben. Das halte ich für vertretbar. Gab es da verschiedene Rollen? Ingo Schulze ist ja sehr eng mit Silvia Bowenschen. Sie waren lange befreundet, eng befreundet. Sie war auch seine Kritikerin, auch Lektorin zwischenzeitlich. Genau. Wie war Ihre Rolle in diesem Dreiergespann? Also Ihre? Ja, ich habe... ich glaube, es gab gar nicht so eine Rollenverteilung, sondern dieses Dreiergespräch, obwohl wir es auf sie zentriert haben und es war von Anfang an klar, dass wir unsere Einwürfe, unsere Anregungen, dass das nicht erscheinen sollte, sondern ähnlich in einem Format, dass man das gesprochen noch hört, aber dass allein Silvia natürlich spricht. Es ging nicht darum, dass wir also auf der einen Seite in ein Dreiergespräch, was völlig paritätisch gewesen wäre, gehen, aber es ging auch nicht so sehr darum, also so meine ich mich jetzt zumindest zu erinnern auf Ihre Frage hin, dass es gewisse Rollenverteilung gegeben hätte, also dass Ingo Schulze der Good Cop und ich der Böse bin. Ja, also sowas hätte man, sondern wir hatten eigentlich eine ähnliche Gesprächsführung, die doch eher Silvia viel Raum geben wollte. Und, ja. Was haben Sie sich davon versprochen, was Sie hätten niederschreiben können, gemeinsam mit Ingo Schulze, was über Ihr eigenes Werk hinausgeht? Eine Schärfung des Persönlichkeitsbildes von ihr? Naja, vielleicht kann man das nachher an dem kurzen Textausschnitt, den ich lesen werde, sehen. Man merkt, dass sie schon sehr geschliffen auch gesprochen hat, also der Unterschied zwischen Gesprochenem und Geschriebenem hat gar nicht diese Fallhöhe, wie man vielleicht meinen oder annehmen könnte, aber automatisch, wenn man zu jemandem spricht, dann entstehen andere Dinge, das ist auch meine Erfahrung, ich habe 2-3 Gesprächsbücher auch gemacht, deswegen finde ich das Format sehr interessant für mich persönlich, also es war auch so ein bisschen mein Impuls, weil etwas anderes rauskommt. Ich merke, dass ich anders denke, wenn ich allein am Schreibtisch sitze und überarbeite oder nachher auch mit natürlich einem Lektor das durchgehe, aber dann ist der Text im Grunde schon da und man ändert noch etwas, man überlegt nach dem Titel, wie wir es gerade gehört haben oder ähnliches. Aber aus diesem spontanen Miteinander reden ergeben sich ganz unwillkürliche Gedankenmomente, die meiner Meinung nach nicht... nochmal, auch wenn sie anekdotisch bestimmt doppeln, aber trotzdem nochmal einen anderen Aspekt aus dem Moment ergeben. Also das, da bin ich mir eigentlich recht sicher. Bin ich neugierig mit allen hier im Saal über das, was Sie jetzt lesen werden. Frank Witzel. Es ist eine Passage aus dem Juli 2015. Über 68 spreche ich sehr ungern. Wenn da ein ehrbarer Befrager kommt, dann sehe ich schon in einem Auge Uschi Obermeier und im anderen die Raff. Gibt es denn überhaupt die Wahrheit über eine Zeit? Das ist meines Erachtens sehr kompliziert.
Auch hat man als Zeitzeuge einen schweren Stand. Man wird leicht in eine Rechthaberei getrieben, weil man dabei war, und das finde ich unangenehm. Man war aber vielleicht nur an einer bestimmten Ecke dabei, denn gerade 68 war anfänglich unglaublich heterogen. Ich war 17 und es gab zwei renommierte Studententheater. Das eine war in Hamburg, das machte ein Student namens Peimann, und das andere war in Frankfurt. Und die nahmen mich auf. Und ich ging nach dem Unterricht dahin. Ich nahm das alles sehr ernst und hatte auch sprechtechnischen Unterricht. Zweimal in der Woche ließen die aber ihre Textbücher fallen und strömten woanders hin. Und da bin ich mitgegangen, in einen wahnsinnig vollen Hörsaal, wo in der ersten Reihe adlige Leute und Honoratioren und Leute aus Amerika saßen. Angela Davis mit kurzem Rock und Overknee-Stiefel. Es war also ordentlich was los. Die kamen aus aller Welt, die Leute, und da war vorne dieser kleine, rundliche Mann, der dort auf und ab ging und druckreife Sätze sagte. Ich habe nichts verstanden, aber ich war fasziniert und dachte, jetzt bleibe ich hier sitzen, bis ich es verstehe. Das habe ich auch gemacht. Und dann ging es eben weiter. Nach Adorno hat man Horkheimer gelesen, auch Bloch, der kam hin und wieder zu Gastvorträgen. Bloch spielte eine große Rolle. Die Franzosen auch, aber das waren immer noch Camus und Sartre und so. Heidegger, das war in Frankfurt natürlich nicht so angesagt durch den Jargon der Eigentlichkeit von Adorno. Der kam erst später durch die neuen Franzosen wieder herein. Aber das war Frankfurt. In Berlin waren die theoretischen Sortierungen schon ein bisschen anders. So etwas wie die Kommune 1 in Berlin hat mich einfach nicht interessiert. Oder Uschi Obermeier hat mich auch nicht interessiert. Ich bin eher durch Zufall in den SDS gerutscht. Die haben irgendwann zu mir gesagt, also wenn du hier schon immer in unserem Arbeitskreis bist, kannst du auch samstags einmal zu uns kommen. Ich habe gesagt, wer seid ihr denn überhaupt? Ja, wir sind der SDS. Und da bin ich da samstags hin. Es war in einem Keller von so einem Studentenheim. Da hast du noch gemerkt, dass das eine Abspaltung von der SPD war. Das war noch richtig mit Mitgliederausweis und irgendwelchen Satzungen. Aber was mich dort fasziniert hat, das war diese Stimmung. Wenn ich noch ein theoretisches Buch geschrieben hätte, wenn ich die Kraft dazu noch gehabt hätte, übrigens der Einzige, der sich darum einmal gekümmert hat, war Heidegger, dann hätte ich ein Buch Theorie der Stimmung geschrieben, also der gesellschaftlichen Stimmung. Das war für mich das Eindrucksvolle, dieser Keller. Zuerst saßen da nur ein paar Theoriehansel herum und diskutierten über Marx und was weiß ich. Und plötzlich kamen die Leute von allen Seiten. Dieser Keller wurde proppenvoll. Niemand hatte sie gerufen. Es gab nicht einmal ein Flugblatt, es gab ja noch kein Internet. Das gab es ja alles nicht. Es gab auch noch keine Propaganda von diesem SDS. Das war einfach ein linker Verein, Theorieverein in Frankfurt. Woher kamen diese Leute alle? Ich war immer bei so Leuten, die eigentlich vor allem Theorie machten und sich freuten über so ein paar anarchistische Aktionen, die witzig waren. Das Anti-Autoritäre hat mir gut gefallen. Beispielsweise haben sie in Frankfurt, ich werde es nie vergessen, das Rektorat gestürmt. Da haben sie oben im ersten Stock die Akten hinausgeworfen und die Amtskette gestohlen. Ein bisschen dadaistisch, anarchistisch, das hatte in dieser vermufften Zeit was. Auch noch so ein bisschen etwas von Marx Brothers oder so. Diese Art von witzigem Anti-Autoritarismus, das hat mir gut gefallen. Es hat mir allerdings bald schon nicht mehr gefallen und dann hat es mir schon gar nicht mehr gefallen. Weil sich das mehr und mehr in so kaderdogmatische, maoistische Richtungen entwickelt hat. Ganz ekelhaft, da hatte ich gar nichts mit zu tun. Cohn-Bendit und so, die gingen dann nach Opel-Rüsselsheim. Ich hätte nicht gewusst, was ich dem Proletariat erklären soll. Damit hatte ich nicht viel am Hut. Die haben dann auch so ein bisschen bei diesen Hausbesetzungen mitgemacht, als sie im Frankfurter Westend eine Villa nach der anderen abgerissen und Hochhäuser hingebaut haben. Da hat sogar meine sehr konservative Mutter gesagt, wenn das so weitergeht, dann mache ich da bald auch mit. Irgendwann kam dann
diese Baader-Meinhof. Also Meinhof ist ja nicht erschienen, aber Baader und Enslin und die Geschwister Proll, die traten in Frankfurt auf und sagten, was soll dieser scheiß Theoriehaufen, ihr müsst endlich einmal zur Tat. Und da bin ich sogar einmal mitgefahren, um mir das anzusehen, was das für Taten waren. Da haben sie so ein Heim mit straffälligen Jugendlichen befreit. Das war eine erbärmliche Aktion. Sie haben da zwar die Tore aufgemacht, aber sich um diese Jugendlichen einen Scheiß weiter gekümmert. Und ich mochte die nicht. Ich hatte einen kleinwüchsigen Kommilitonenfreund und der Bader hat zu dem gesagt, geh mir aus dem Weg, du Zwerg. Da wusste ich, ich will mit denen nichts zu tun haben. Der Bader wäre meines Erachtens auch ein Krimineller geworden, wenn er nicht in dieser Bewegung sein Unheil angerichtet hätte. Und dann haben die irgendwann auf einer dieser Versammlungen von mir verlangt, dass ich ihnen mein Auto geben soll. Es war gar nicht mein Auto, es gehörte meinem Vater, davon abgesehen. Ein Fiat 124, den bräuchten sie für eine Aktion, Holland, irgendwie Rauschgift, Geld für die Revolution. Und da habe ich gesagt, ihr könnt mich mal, mein Auto kriegt ihr nicht. Und da hat es 2 Stunden später gebrannt. Das konntest du natürlich nicht beweisen, aber die waren nicht ohne. Die waren nicht ohne, die Leute. Und daraufhin war bei mir Schluss. Ich habe mich dann noch einmal in diese feministische Sache reingehängt, aber ich war immer ganz froh, wenn ich wieder an meinem Schreibtisch sitzen und ich sagen konnte und nicht dauernd wir sagen musste. Aber Tatsache ist, es wurde unglaublich viel Theorie gelesen. Das ging wirklich bis in die Bevölkerung rein. Auch war dieses ganze soziologische und marxistische Vokabular bei Journalisten, Redakteuren und so vorhanden, zumindest in Frankfurt, zum Teil nicht gut verdaut. Und eines Tages saß ich wieder in diesem Kolbkeller und neben mir saß eine Studentin, die hatte so alte Teile einer Eichendorff-Ausgabe vor sich, 3 Bände, sah ganz schön aus. Und da habe ich zu ihr gesagt, was ist denn das? Das glänzte in diesem schmuddeligen Raum, glänzte wie ein Ruf aus einer anderen Zeit. Und da hat sie gesagt, ja, ich studiere Germanistik, ich muss das lesen. Damals war Adorno schon tot und ich studierte gerade noch 2 Semester bei Habermas. Das hat mich aber nicht so interessiert. Wir mussten unendlich langweilige amerikanische Soziologie lesen. Furchtbar langweilig. Und Ästhetik gab es da gar nicht mehr. Da bin ich aufgestanden und habe gesagt, jetzt studiere ich auch Germanistik. Witzel, Sie haben den Deutschen Buchpreis bekommen für Ihr Buch mit dem Titel, den ich immer noch geschrieben ablesen muss, Die Erfindung der RAF durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Was hat Ihnen Sylvia Bowensch Neues über diese Zeit erzählt, was Sie noch nicht wussten oder was Sie anders gesehen haben? Ja, es sind ja ungefähr 10 Jahre, die uns trennen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Aspekt. Also ich war damals in der Provinz, sozusagen von Ferne, habe ich das beobachtet, als gerade 12-, 13-Jähriger. Und Sylvia war ja da, auch wenn als junge Studentin eben mittendrin. Es war sehr interessant, also gerade hier sieht man das, dass ich gewisse Dinge, die ich mir so schon gedacht hatte, dass die sich dann bestätigt haben. Aber ich habe natürlich auch noch mal eine andere Entwicklung gesehen. Also das heißt, wenn sie erzählt hat, also selbst ich habe ja noch eine gewisse 50er Jahre Verlängerung in den 60er Jahren in meiner Jugend gespürt. Und wenn sie erzählt hat und auch dieses Insistieren, dass es in Frankfurt ganz anders ist als Berlin, das ist wirklich auffällig, wenn man sich mal irgendwie mit entscheidender Literatur ein bisschen beschäftigt, dann merkt man einen großen Unterschied und Hamburg wäre nochmal zu nennen und München, das sind alles ganz andere Biotopen gewesen und bei ihr diese Entwicklung tatsächlich, wie sie da in einer Schule noch aufgewachsen ist, wo wirklich noch das alte Regiment herrscht und wie sie selbst sich langsam da ihren Weg sucht. Ich hatte ja schon immer
quasi die großen Brüder, also die jetzt dann so alt war, die große Schwester, auch wenn das nur im Geiste war, ich mit 13 natürlich nicht deren Schriften gelesen habe, aber das war so eine Verbindung. Ich habe die gesehen, die sahen eben so aus, dass sie Vorbilder hätten sein können durch ihre Kleidung, Haare etc. Und sie war ja tatsächlich das. Und im besten Sinne konnten wir darüber eigentlich wieder zu einer Verständigung kommen, obwohl wir einen doch unterschiedlichen Erlebnishintergrund hatten. Es gibt ja eine Stelle, die mit Andreas Bader und dem vermeintlichen Zwerg, dem so titulierten, diese Stelle taucht ja auch in Älterwerden auf. Genau. Exakt so. Und wenn man ihnen genau zuhört bei den Aufzeichnungen, also bei, bei dem Gesprochenen von Sylvia Bovenschen, dann merkt man natürlich schon krass die Unterschiede zu dem, wie sie schreibt. Ja. Sehr viel pointierter, wenn auch manche Dinge tatsächlich wörtlich übernommen werden. Ja. Haben Sie verstanden, weshalb sie Sylvia doch sehr stark von der Bewegung distanziert hat, von dem, was 68, 69 in Frankfurt passierte und darüber hinaus? Das hatte, glaube ich, mehrere Gründe. Zum einen wurde sie oder wird teilweise auch immer noch in einen Topf mit tatsächlich mit Leuten geworfen, die, also dass man sie praktisch in so eine Gesamthaftung nimmt, also gar nicht die Differenzierung, gar nicht die Stellung, gar nicht die Angriffe, die sie auch damals ja, wir hatten das ja auch in Älterwerden mit der Latzhose, allein mit dem Äußeren, hat erdulden müssen. Und von außen, also da gibt es Forscher, die sitzen in Hamburg und die meinen dann, also Sylvia Bovenschen sei eben auch Teil dieses ganzen Kosmos gewesen, der sozusagen die RAF vorbereitet hat und hätte sich nie distanziert und so weiter. Ich glaube, das, was wirklich nur aus Unwissenheit kommen kann und daraus, dass sie sich trotzdem immer interessiert und offen gehalten hat, auch den Themen gegenüber, und das finde ich eine ganz wichtige Eigenschaft bei ihr und dann nicht ein, in ein pauschales, also in ein 68er-Bashing, das hätte man von ihr nie hören können, sondern sie war sehr differenziert und das ist aber manchmal in der kulturellen Landschaft anstrengend, wenn Differenzierung vorgenommen wird. Wir haben jetzt 2018 und sie hat sich schon im vergangenen Jahr sehr stark damit auseinandergesetzt, was sie wohl zu diesem Jahr auch zu sagen hätte, weil sie wusste, dass viele Anfragen kommen, aber dieses sich nicht vereinnahmen lassen oder gruppenmäßig zuordnen lassen, das war bei ihr nach meiner Erfahrung sehr ausgeprägt, auch gerade in letzter Zeit, egal worum es geht, es geht um den Menschen, es geht nicht darum, wie man ihn wohin einsortiert. Das war eine Erfahrung, die mir gerade im letzten Jahr sehr stark aufgefallen ist. Hast du auch so eine Erfahrung gemacht, Antje? Nee, ich wollte gerade sagen, also ich bin ja sehr naiv gewesen oder ahnungslos, was die 68er betrifft. Ich habe immer gedacht, der Prager Frühling ist gemeint und habe dann durch sie eigentlich so ein Bild überhaupt davon bekommen, natürlich auch von Lektüre, aber ich fand immer, sie hat so wirklich tatsächlich direkt diese Leute angeguckt, also einzelne Leute, und hat die Blendung gesehen und hat durch die Blendung geguckt und deswegen kann sie sich eigentlich, glaube ich, auch nicht vereinnahmen lassen von so einer Gruppendynamik, weil das sofort dann wieder hier oder da Ideologisierungen sind, und sie hat halt wirklich, ja wie du sagst, irgendwie den Einzelnen und die Schwäche dahinter oder die Fähigkeiten dahinter oder diese Dinge gesehen und eben nicht so auf dieses, das medial Gemachte oder sowas oder das Label oder die Schlagworte. Ja, das war aber, glaube ich, auch das, was ihr sehr zu eigen war, das sehr genaue Hingucken und sich im Grunde genommen nicht durch eine gewisse Abstrahierung blenden lassen, sondern das Phänomen oder die Person exakt betrachten und daraus Schlüsse ziehen, die man dann oder die sie dann sehr wohl verallgemeinern konnte. Frank? Man war deshalb bei ihr auch nie sicher, wie sie sich zu einem Thema würde äußern. Also wenn irgendetwas jetzt Aktuelles war, war ich eigentlich immer gespannt, also weil wir natürlich auch über das gesprochen haben, was gerade war, also sei es jetzt Literatur, sei es gesellschaftlich, ich hätte das nie vorher sagen können, wie sie jetzt, welche Stellung sie da bezieht. Also das heißt, also sie hat mich doch immer wieder überrascht und hat Themen, die oft eingefahren sind oder wo man denkt, da gibt es eigentlich nur entweder oder, plötzlich eine ganz andere Sichtweise abgewonnen. Und das fand ich eigentlich das Interessante. Und ich glaube, dazu gehört ja auch ein gewisser Mut.
nämlich sich nicht zu vergewissern, nachzuschauen, wie ist denn so der Tenor, wo positioniere ich mich jetzt damit, wenn ich das sage oder jenes, sondern sie kommt durch eigenen Denkvorgang dorthin und dann vertritt sie das auch und dann ist es ihr auch relativ egal, wie eine Einordnung passiert, obwohl sie sich natürlich bestimmt über falsche Einordnung auch immer zu Recht geärgert hat. Ja, wobei sie schon betonte, dass ihr Anti-Amerikanismus nicht oberflächlich sei. Ja, ja. Ja, klar, es gab auch gewisse Dinge, wo ich mit ihr auch durchaus nicht auf einer Wellenlänge war, aber das war... Wie würden Sie Ihr Verhältnis zueinander beschreiben? Ich leite gleich nochmal zu Antje über, wo man ja sagen kann, da war sie auch sozusagen die Mentorin, auch Lektorin teilweise. Wie war das bei Ihnen in dieser Dreiergruppierung? Da sitzen zwei, die wollen was wissen, zwei kluge Köpfe und dann sitzt am anderen Ende oder wie auch immer Sylvia Bovenschen. Ja, also mein Verhältnis, ich war eben ein rein privates, also nicht, dass wir nicht auch über Literatur gesprochen hätten oder dass ich ihr nicht auch meine Bücher gegeben hätte oder umgekehrt ihre gelesen, aber das war jetzt, also es war kein, wie auch mit Ingo, also ein, was sehr getragen ist von der Arbeit auch am Text, da kennt man sich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und so war ich ein bisschen so, hatte ich diese neutralere Funktion, die wirklich nur über das Private, obwohl wir uns natürlich auch 2005 bei einer Lesung kennengelernt haben, natürlich läuft das über die verwandtschaftliche Beschäftigung. Also das ist natürlich klar, aber ich war da außen. Und wie gesagt, es war so ein fließender Übergang von dem privaten Gespräch, wo man dann gesagt hat, ach, wir legen einfach mal da so das Mikro hin und achten auf nichts, sondern versuchen mal so weiter zu sprechen, was natürlich immer nicht so geht. Aber es war jetzt nicht, wir kamen jetzt nicht mit Fragen im Gepäck, obwohl ich mir die ein oder andere Notizen bestimmt vorher gemacht habe. Aber, ja. Nun gibt es den Text und sie wollte nicht, dass er veröffentlicht wird. Hier ist er in gewisser Weise in kleinem Kreis veröffentlicht worden. Was passiert damit? Das liegt also nicht in meiner Hand. Also ich denke, ich könnte mir gut vorstellen, dass zum Beispiel in der Neuen Rundschau vielleicht ein Auszug der Wiederdopplung aus ihren Büchern erhält. Oder also das würde ich gern also den Lektoren, die mit ihr gearbeitet haben, überlassen, auch wenn ich einige Hinweise gerne gebe oder etwas zusammenstelle. Antje, wie würdest du dein Verhältnis zu Sylvia beschreiben? Ich habe schon gesagt, sie war Mentorin, Lektorin auch für dich. Ihr wart auch befreundet. Gab es eine Hierarchie zwischen zwei Menschen? Naja, es gab natürlich eine große Wissenshierarchie. Also sie wusste einfach unglaublich viel und es war, obwohl sie gerne Streitgespräche führte, immer schwierig. Man musste sehr wach sein und sich sehr wappnen, wenn klar war, jetzt kommt wieder so eine Vorgabe, dass das in ein Streitgespräch führt. Und das endete natürlich meistens damit, dass sie einfach die überzeugendere Argumentationskette hatte. Von daher gab es natürlich diese Art von ja, Wissenshierarchie, wenn man es so sagen will. Ansonsten war es, das hast du ja auch schon gesagt, eher das Rudel. Also das war irgendwie, glaube ich, so das Freundschaftsbild oder Ideal, was sie hatte. Ich habe sie ja zunächst auch über die imaginierte Weiblichkeit kennengelernt, das habe ich beim Studium gelesen, zusammen mit Cixous und Butler, und sie gehörte einfach zum Kanon dazu und es wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass ich diese Autorin tatsächlich kennenlernen könnte, weil das war irgendwie so, das gehörte einfach zu der klassischen Lektüre und das war ein Text und dann passiert es aber doch, weil uns Dennis Scheck in eine Radiosendung einlud und da war ich eigentlich ziemlich fassungslos, weil ich dachte, oder ich hatte eigentlich diese Art von, ja, das wurde alles schon tausendmal gesagt, aber diese Art von Eleganz, auch Eleganz im Denken und Eleganz in der Haltung und der Geisteshaltung und in der Kleidung natürlich sowieso, das war bei mir irgendwie so mit den 20er Jahren, 30er Jahren in Berlin oder Paris verbunden und ja, jemanden wie sie hatte ich da noch nicht kennengelernt und so begann das eigentlich. Und das ist natürlich ein gewisses, klar, es ist da erstmal ein Ungleichgewicht. Aber gleichzeitig hatte Sylvia ja auch so eine große Wärme, die einen sofort
irgendwie, also die einem zugewandt war. Und das machte auch, also das milderte dann vielleicht auch diese Strenge, die sie natürlich auch hatte, ab, weil es immer diese starke Zugewandtheit und dieses wahnsinnige Interesse an Gegenüber gab. Und dadurch war der, also war der Zugang dann oder war der Kontakt und dann die Freundschaft eigentlich ganz einfach. Du hast als Lektorin, ach Quatsch, als Autorin, Entschuldigung, hast du sicherlich auch die Erfahrung gemacht, dass die eine oder andere Kritik nicht so war, wie du sie gerne gehabt hättest. Das heißt, mit dem Beruf sind wie mit jedem Beruf auch Enttäuschungen verbunden. Es gibt ein Zitat von Silvia, was ich irgendwo gefunden habe. Eine negative Kritik ist wie Scheiße am Schuh. Eine Weile stinkt's, aber dann geht sie auch wieder ab. Konnte Silvia in ihrer Funktion als Literaturkritikerin, als Lektorin gut über gewisse Niederlagen hinweghelfen? War sie da Freundin? Ja, absolut. Also ich meine, dieses Zitat ist so ein schönes Beispiel dafür. Also diese erfrischende Direktheit und dieses absolute, dieser absolute Beistand, also der war, glaube ich, immer ganz selbstverständlich. Und der war aber auch in der Zusammenarbeit an Texten da. Also egal wie groß die Kritik war, war immer gleichzeitig auch die Motivation oder dieses Beistehen damit verbunden. Also sie hat Kritik nie so geübt, dass man sich irgendwie hängen lassen oder dass ich mich hängen lassen gefühlt hätte oder irgendwie dieser Kritik ausgeliefert gewesen wäre, sondern es gab immer, es war immer klar, dass dieser Text ist ein Fakt, der ist da und der wird jetzt, also der wird besser. Das heißt aber nicht, dass er nicht schon gut ist, auch wenn sie nie gesagt hätte, das ist gut. Also Lob gab es nicht. Na, das glaube ich nicht. Das, also sie konnte schon auch loben. Also ich habe ihr keine Texte von mir vorgelegt, weil es keine gab, aber... Naja, nee, also im Lektorat hat sie nicht gelobt. Also sie hat dann irgendwie gesagt, es ist ein schönes Buch geworden am Ende oder sowas. Aber was ich in der Zusammenarbeit erfahren habe, ging es eigentlich darum, irgendwie, es ging um dieses genaue Hingucken, es ging um diese intensive Arbeit, es ging um Motivation schon, aber nicht irgendwie so nach dem Motto, das ist jetzt aber eine tolle Stelle oder sowas oder das ist irgendwie großartig geworden oder sowas. Also Lob direkt zum Text habe ich eigentlich nie von ihr. Das kann ich vielleicht später noch Jörg Bonk fragen, weil er auch in seinem Nachruf geschrieben hat, dass sie sehr, sehr, sehr streng war mit den Studentinnen und Studenten und gleichzeitig so verehrt wurde wie kaum eine andere. Da haben wir das Wort Verehrung wieder. Ich muss mir die Frage merken, sonst erinnere mich doch bitte daran. Das finde ich nämlich ganz interessant, dieses Wechselspiel von Kritik und Zuneigung und Zuwendung hinzukriegen. Aber ich meine, wenn man an so einem Text arbeitet, bringt ja Lob. Also gut, jede Autorin, jeder Autor ist anders, aber ich sehe das so, Lob bringt jetzt erstmal nichts Produktives. Also das ist tatsächlich gut, wenn das Buch da ist, weil dann kann man eh nichts mehr ändern und dann wäre es irgendwie, also dann ist es eigentlich angebracht, aber während der Arbeit ist es eher weniger förderlich. Also was macht es mit dem Text? Gar nichts. Also man denkt, okay, hast du fein gemacht, aber in dem Augenblick geht es eigentlich darum, den Text zu verstehen und das noch rauszuholen oder rauszuschälen, was da drin steckt, aber eben noch nicht quasi perfekt ausgearbeitet ist. Wir haben hier eben Text gehört von Frank Witzel über ein Phänomen, besprochen von Silvia Bovenschen. Und jetzt hören wir von dir Auszüge aus den eben erwähnten Postkarten, die du an sie geschrieben hast, ohne eine schriftliche Antwort zu bekommen, weil es nicht ging. Was ist es eigentlich? Ist es jetzt mehr Antje Rabitz-Struwwel? Wie viel Bovenschen ist da drin? Und wie viel Zeit? Aber das werden wir erleben. Du wirst jetzt lesen aus den Postkarten. Sind die datiert? Ja, so grob. Also ich hab relativ wenig natürlich noch Material gehabt, weil ich jetzt nicht jede Postkarte kopiert habe oder so. Ich hatte ganz wenig Notizen mir gemacht und habe aber zum Glück noch ein paar gefunden. Und ich habe den Text, glaube ich, 2 Wochen nach ihrem Tod geschrieben. Das muss ich vielleicht noch vorher sagen. Und es ist ein Auszug. Wenn wir uns sehen, wird alles schlagartig gut. So viel ist sicher, schrieb ich Silvia auf einer der Postkarten, von denen ich ihr in den ersten 6, 7 Jahren unzählige schickte. Ich schrieb ihr, um ihr nah zu sein. Wir kannten uns noch nicht gut genug, als dass ich sie öfter hätte anrufen können. Von unterwegs, auf Reisen oder von zu Hause, ich schrieb ihr, sobald ich eine originelle Karte fand oder eine Beobachtung machte, von der ich annahm, sie könnte sie amüsieren. Ich schrieb überschwänglich oder melancholisch und immer mit der Sehnsucht, sie bald zu besuchen. Denn so war es.
Nach einem Besuch bei ihr ging ich beglückt nach Hause. Sylvia Bovenschen lernte ich 2001 in einer Radiosendung kennen, in der es um Ingeborg Bachmann ging. Dennis Scheck hatte uns eingeladen, sie, die berühmte Literaturwissenschaftlerin, Essayistin und Kritikerin, und mich, die junge, unbekannte Schriftstellerin. Ich weiß nicht mehr, was gesagt wurde, nur dass ich bald schwieg, um sie zu hören. Ich hätte ihr ewig zuhören wollen, dieser Treffsicherheit ihrer Rede, ihrer argumentativen Schärfe, dem Witz, der Leidenschaft, der Empathie dieser elegant gekleideten, schönen Frau, der ich beim Hinausgehen ungelenk sagte, ich würde sie gern einmal wiedersehen. Seit Sylvia benutze ich angstfrei den Konjunktiv 1. Dank Sylvia besitze ich einen stummen Diener. Durch Sylvia erlebte ich das Zusammentreffen von Stil und Intellektualität als Steigerung von Schönheit. Ich lernte, spießiges Biedermeier von elegantem Biedermeier zu unterscheiden, nachdem ich Sylvia in Charlottenburger Antiquitätenläden begleiten durfte, in die sie nicht ging, um etwas zu kaufen, oder jedenfalls nicht nur. Die Auswahl des Mobiliars und die Atmosphäre eines Ladens interessierten sie, die Ansichten der Inhaberin. Damals nahmen wir noch den schwarzen Mini-Klapp-Rollstuhl mit, der wie ein Aktenkoffer getragen werden konnte. Waren die Gespräche gut und dauerten länger, wurde er aufgeklappt. Undatierte Postkarte Berlin. Dein stummer Diener mit schwerer Winterkleidung beladen in der bevorzugten Ecke meines Zimmers erinnert mich daran, wie ich dich das erste Mal sah, im Anzug, im Tonstudio, der Gehstock mit silbernem Vogelknauf, und wie deine Stimme übers Mikro kam, ruhig und kraftvoll, als wäre sie Brücke und Pfeil in die Welt, und alles, was sich darin abgelagert hat, noch das Ungeheuerlichste, durchweht diese Eleganz. Sie schenkte mir den ausgefallenen Kleiderständer, als sie aus Frankfurt zu ihrer Freundin Sarah Schumann nach Berlin zog, und warnte mich, der Holzbügel könne zu klein sein, den habe sie auf ihre Größe hin anfertigen lassen. Wenn ich ihr schrieb, gingen jeder Postkarte oft mehrere Entwürfe voraus. Postkarten verlangen Sparsamkeit. Und ich schrieb an jemanden, die mir erklärt hatte, dass Unstimmigkeiten eines Textes oft in den Sätzen selbst stecken, dass die Arbeit an Satzbau und Wortwahl auch Mängel auf der Handlungsebene beheben könne. Unsauberes Denken zeige sich in sprachlicher Unsauberkeit. Joan Didion formulierte einmal etwas Ähnliches. Zwischen der großen durch und durch amerikanischen Skeptikerin und der von europäischer Literatur, Philosophie und Kunst geprägten großen deutschen Intellektuellen gibt es eine überraschende Nähe. Bovenschen und Didion sind jede einzigartig in der sprachlichen Reduktion, der kompromisslosen Reflektiertheit, der durchdringenden Beobachtung. Und ich weiß, dass Sylvia die Bücher von Didion sehr mochte. Jetzt wünschte ich, ich hätte die Postkartenentwürfe aufgehoben, aber nur selten notierte ich einige Zeilen im digitalen Notizbuch, das ich zu dem Roman anlege, an dem ich gerade arbeite. Die Zeilen stehen da wie eine Erinnerung daran, dass Sylvia mein Schreiben schon begleitete, bevor sie meine Lektorin wurde. Als könnte ich das vergessen. Oktober 2003, Heinrich Heinehaus, Lüneburg. An einem dem Roman ferneren Ort könnte die Tupolev kaum geschrieben werden. In meine Vollkomfortwohnung dringt Pferdegetrappel, Fachwerk hängt ins Wasser, Backsteinhäuser lehnen auf schiefer Schulter. Wenn ich längere Zeit keine passende Karte fand, löste das in mir echte Not aus. April 2004, Los Angeles. Auf der Karte eine Barbie-Puppe als Langstreckenrakete. Und auf der Karte stand, Jack Ryan helped design the first Barbie in 1959. He went on to design missiles for the Pentagon. Habe, seit ich hier ankam, so ein sich verstärkendes Sozialismusgefühl, die unterschwellige Furcht, ständig etwas falsch zu machen. Darauf zielen auch solche Kuriositäten wie verordnetes Schlangestehen vor dem Kino ab, obwohl der Film gar nicht ausverkauft ist und keiner wagt sich aus der Reihe. Aus den USA schrieb ich öfter an Sylvia, die gern von sich sagte, sie sei die einzige Deutsche, die noch nie in Amerika gewesen sei. Sie hatte Einladungen nach ihrem literaturwissenschaftlichen Werk, Die imaginierte Weiblichkeit, hatte sie Einladungen auch von amerikanischen Universitäten erhalten, konnte die Reise aber wegen ihrer Krankheit nicht antreten. Daraufhin sei sie von einer aufgeregten, hektisch umherdüsenden amerikanischen Wissenschaftlerin besucht worden. Jetzt Zitat, die deutsche feministische Literaturwissenschaft in 3 Tagen. Die Geschichte darüber, wie ich dieser Wissenschaftlerin durch Zufall auf einer Konferenz begegnete, war eins der Dinge, die ich Sylvia aus den USA mitbrachte. Ich brachte ihr auch 4 kleine Seifenstücke in einer Box mit. Die Seife war von Tiffany's, die Box von unbeschreiblichem Blau.
Ich weiß nicht mehr, ob sie oder Sarah mir gesagt hatte, sie würde den Duft dieser Seife so mögen. Sie benutzte sie nicht oder nicht sofort. Sie legte die in Seidenpapier eingeschlagenen Seifenstücke in den Kleiderschrank, der sich, so stelle ich es mir vor, jedes Mal, wenn sie ihn öffnete, auftat wie New York. Truman Capote, Audrey Hepburn, der Duft des alten Amerika wehte durch ihr in einem ebenso unbeschreiblichen Blau gestrichenes Zimmer. Sie schien die Stimmung dieses Amerikas zu mögen. Das Amerika der 70er Jahre mochte sie schon nicht mehr. Sicher gibt es in der liebevoll und erlesen eingerichteten Wohnung noch weitere solcher Details, solcher ausgesuchten Kleinigkeiten wie die Seife, von denen andere ihrer Freunde Kenntnis haben werden. Andere aus ihrem Rudel, wie Silvia die Hunde so liebte, gern sagte. Man müsse sich doch kümmern um die, die zum eigenen Rudel gehören, sagte sie manchmal voller Wärme am Telefon, wenn sie anrief, um zu hören, wie es mir ging. Und wenn ich über eine Erkältung klagte, linderte sie, die mit ganz anderen Schmerzen, Gefahren und Ängsten kämpfte, mein Halsweh mit ihrem Trost. Kämpfe, deren Einzelheiten sie ihren Freunden möglichst ersparte. Ach, das ist doch langweilig, war oft ihre Antwort, wenn ich nach ihrem Befinden fragte. Und besuchte ich sie im Krankenhaus, legte sie sich ein schönes Tuch um und wir stahlen uns für eine Mentholzigarette hinaus in den Park. Als sie meine Lektorin wurde, trafen wir uns 14 Tage lang jeden Tag, gingen das Manuskript von Kältere Schichten der Luft Satz für Satz durch. Wir hatten beide je eine Kopie vor uns. Wenn ich mich aufrichtete, konnte ich die Anstreichungen auf ihren Seiten sehen. Sie saß mir gegenüber, rauchte und deckte radikal jede Schwäche auf. Und wenn sie das Gefühl hatte, zu arg Kritik geübt zu haben, erzählte sie die Geschichte von einem guten Freund und Mentor, dessen größtes Kompliment zu einem ihrer Texte die Bemerkung, diesmal nicht so schlecht wie sonst, gewesen sei. Ich liebte diesen unbestechlichen Blick und wurde manchmal so wütend, dass ich im Auto auf der Fahrt nach Hause laut vor mich hinschimpfte und nicht wiederkommen, ihr nie mehr eine einzige Zeile zeigen wollte. Aber sie hatte recht. Ihr Blick hat meine Sprache geschliffen. Und während ich das denke, kommt die schöne, vertraute Panik noch einmal auf. Meine letzte Postkarte schrieb ich Silvia Anfang Oktober diesen Jahres aus Tallinn. Ich hatte ihr lange keine Karten mehr geschickt. Die Gespräche mit ihr, die langen Nachmittage bei Kuchen und Kaffee aus Sarahs jadefarbenen Bechern, auch Sarah war dabei, kam aus ihrem Atelier und setzte sich zu uns. Dieses Zusammensein zwischen den Büchern und den Gemälden am Tagesbett mit der farbenprächtigen Decke, auf dem Silvia auch dann in einem feinen Anzug und Lederschuhen saß, wenn es ihr schlechter ging als sonst, schien wichtiger geworden zu sein als die Karten. Aber in der Buchhandlung in Tallinn, als ich vor den Postkarten stand, hatte ich das Gefühl, es wäre dringend. Ich muss ihr schreiben. Vielen Dank. Das war eine sehr persönliche und berufliche Verbindung. Und eine Frage drängt sich mir noch auf. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass gerade in den letzten ein, zwei Jahren, als ihre Kräfte doch auch stärker nachließen, sich ihre Sicht auf die Welt auch entsprechend verdüsterte? Ich bin mir nicht so sicher. Also natürlich kamen die Gespräche schneller auf problematische Situationen, auf die eigentlich endete es oft in so einem Abgesang auf die Welt. Ja, es ging um im Grunde nichts Geringeres als das Ende der europäischen Kultur, und das kann man eigentlich auch in ihrem letzten Buch sehen. Aber ich finde, das war für sie auch, oder das war eine gute Art vielleicht des Abschieds. Also sie hat ja nie über ihre Schmerzen gesprochen. Sie hat wenig eigentlich darüber sprechen wollen, weil es sie gelangweilt hat, weil sie eigentlich an ganz anderen Dingen interessiert war. Und es war auch eine Möglichkeit vielleicht der Verschiebung, also das an einer Stelle, die viel interessanter zu diskutieren ist, zu tun, als immer nur auf sich bezogen das zu bereden. Ja, das, ich meine, diejenigen, die hier sitzen, werden Silvia bzw. das Werk kennen. Es war ja nicht so, dass sie so durchgeistigt war, dass es andere Themen nicht gab.
Ich erinnere mich daran, dass ich hier einmal eine Mail geschrieben habe und über eine Erkältung jammerte. Und am nächsten Tag bekam ich dann mit, dass der Notarzt kommen musste zu ihr. Und ich habe mich 17 Mal entschuldigt dafür, dass ich mit meiner blöden Erkältung ankomme. Und sie sagte, aber das genau brauche ich. Mich habe ich selber. Ich will teilnehmen am ganz normalen Leben von meinen Freunden und von allen Menschen überhaupt. Und dieses auch im besten Sinne des Wortes Bodenständige zeichnete sie auch aus, wie es auch in den Texten von ihr, das kam auch eben einmal bei Frank Witzel in den Zitaten raus, das waren ja keine hochgestochenen Texte, sondern es gab immer wieder einen Einschub, der knallhart war, von der Scheiße am Schuh angefangen oder plötzlich taucht in einer Kunstkritik über Sarahs Bilder auf, da gehe ich aufs Klo. Solche Dinge mit einer Brechung, die sie herbeiführen wollte und mit dem Witz, der sie bis zum Schluss ausgezeichnet hat. Vielen herzlichen Dank, Antje Rabe-Strobel, Frank Witzel. Dankeschön. Wir haben gerade zum Schluss, ich stehe jetzt ein bisschen komisch, das macht aber nichts, wir haben gerade zum Schluss nochmal auf Lug und Trug und Rat und Streben abgehoben und aus dem letzten posthum veröffentlichten Buch wird jetzt Brigitte Assauer lesen. So wird es erzählt, sagte der Greis. Und alsbald machten sich unsere Vorväter eilends auf und suchten ihr Heil in allen Teilen der Welt. Sie liefen und liefen und liefen. Durch die Wälder, durch die Sümpfe, durch die Stürme, durch die Zeiten. Sagte der Junge, und warum wollten diese Monster uns ausrotten damals? Sagte die gute Tante, sie hatten die Ängste und bösen Träume mit uns bestückt und sich allerlei schaurige Mären erdacht. Die haben sie von Generation zu Generation weitergesponnen, ein riesengroßes Lügengespinst. Aber das verstehst du noch nicht, sagte der Greis, böse, böse, sehr böse. Küchen? Sahen die Küchen jetzt so aus? So stellte sie sich einen Weltraumoperationssaal vor oder ein Geheimlaboratorium für verdunkelte Forschungen mit dem Ziel einer Optimierung der Menschengattung. Sie war staunend durch große, hallende Räume gegangen. Ein Gefühl der Öde. Sie fröstelte, bis sie plötzlich vor eine tiefschwarze Wand kam. An der hingen magnetisch gehaltene Messer. Messer. Messer in allen Formen, große und kleine Messer, gestaffelt von riesig zu winzig. Messerklingen, blitzend, scharf und blank und frei, meldeten sie ihre unschöne Funktion. Schneiden, stechen, töten. Zugleich, dem ekelerregend unterlegt, die weiche Stimme des Lackaffen, eine scheinkultivierte Verkaufsförderungswada. Angst. Jetzt war Angst bei Agnes. Ein Überfall lähmender Angst. Und mit einem Schlag wähnte sie sich um Jahrzehnte zurückversetzt in eine Widerfahrung ihrer Kindheit. Das Reh. Das Reh auf der Lichtung. Wundersam beleuchtet von einem Sonnenstrahl, der jäh zwischen dräuenden Wolken hervorgebrochen war. Das Reh in einem Lichtkranz, eine Märchenbotschaft einzig für sie geschaffen. Sie war der Erscheinung in den verbotenen Wald gefolgt, als das Gewitter, das sich grollend angekündigt hatte, den Himmel verfinsterte. Peitschende Zweige, krachender Donner, Blitze, die sie inmitten des Waldes dunkel zwar nicht deutlich sehen konnte, wohl aber deren grellen Widerschein, wie er durch die Zweige zuckte. Sie lief und lief und lief, immer weiter war sie tief hinein in den düsteren Wald geraten. Das Reh war verschwunden. Stattdessen ragte eine riesige, schwarz verhüllte Gestalt vor ihr auf, schlagartig, mächtig, grausig. Der Wald rings um sie begann zu flimmern. Sie hatte geschrien und die Hände vor die Augen geschlagen. Als sie nach unendlicher Zeit wieder einen Blick gewagt hatte, war sie allein, ganz allein. Mutterseelen allein. Sie löste den Blick von der schwarzen Messerwand.
Sie löste die Verbindung zu den lange vergangenen Tagen. Sie löste sich aus der Kralle der Kinderangst. Sie rief sich zur Ordnung. Wie so oft an diesem Tag. Herr Jörg Bonk, verlegerischer Geschäftsführer hier im Fischer Verlag. Zwischen zwei Texten, die so unterschiedlich sind, jetzt gerade ein Auszug aus Lug und Trug, aus dem letzten Buch, definitiv dem letzten Buch von Silvia Bovenschen. Und gleich hören wir einen Auszug aus Sarahs Gesetz. Du kennst Silvia sehr lange, du warst ihr Student, wir haben das schon gehört von Frau Schöller. Warum hat Silvia Bovenschen so spät angefangen, sich von der Rolle der Wissenschaftlerin in die Rolle der Autorin zu begeben, zu wagen, der Autorin von freien, belletristischen Texten, die zum Teil gerade zum Schluss geradezu fantastisch wurden. Nimmst du das? Ja, Silvia hatte ein paar, und damit meine ich Dutzende, ein paar so Grundsätze. Und ein Grundsatz davon war, und der trifft alle Kontexte, die man sich vorstellen kann, kommt vom Essen, wenn man einmal weiß, wie man ordentlich isst, also mit Etikette, anständig, mit den Gläsern und den Messern. Und wenn man das einmal weiß, dann kann man essen, wie man will. Und das hat sie häufig zitiert, auch wenn es um diese Frage ging. Sie hat ja begonnen mit einem echt akademischen Schreiben. Als Akademikerin, da gibt es auch Aufsätze, richtig germanistische Aufsätze, so wie es sich gehört. Auch mit sehr vielen Fußnoten. Ja, genau, mit dem Jargon natürlich der Zeit. Exzellente Aufsätze, wo natürlich alles schon enthalten ist, die Klugheit, die Neugier, die Schönheit, der Stil, die Präzision, dennoch akademisch. So, und dann kommt, sie hat das alles gekonnt und gelernt, das Schreiben. Und dann fängt ein Prozess an, schon mit der imaginierten Weiblichkeit. Das ist ja noch so auch ein akademischer Text in einer gewissen Weise, aber wird schon freier. Und von da an in den Essays vor allem beginnt das, was sie Freiwerden genannt hatte immer. So nannte sie das, Freiwerden im Schreiben. Es beginnt mit den Essays, und das war ja auch schon eine ihrer großen Überzeugungen, dass das Essayistische, für das sie in Deutschland stand, muss man echt sagen, in der Zeit, in der dieses Genre nicht akzeptiert war, nicht groß als ein kleines Genre galt, eher ein Nebengenre, da war sie schon die große Stilistin im Essay und hat ja auch Preise eingeheimst dafür. Und da löst sie sich natürlich vom Akademischen weiter und weiter. Und es ging dann einher mit einem Prozess, den sie als Gedächtnisverlust bezeichnete, der ihr, wie sie selber sagte, das Akademische immer schwerer machte, weil man sich nicht an die Texte erinnert, alle an die Namen. Das war aber nur ein Vorwand eigentlich. Und die Lust war da, seit ich sie kannte, ins ganz Freie zu gehen. Ich habe aber ein Zitat gefunden, jetzt weiß ich, ja. Silvia möge mir verzeihen, nicht genau, wo ich es, doch, es steht in Klammern, sogar schon in älter werden. Da steht, ich hätte mich das mit 40 nicht getraut, ja. Und ich führe fort, Zitat Bovenschen, ich hatte mir das ganze Leben versaut durch meine Angst vor Peinlichkeiten. Ich hatte immer Angst, peinlich zu sein. Und das bezieht sich auf das freie Schreiben. Das habe ich jetzt am Wochenende gefunden, das Zitat. Und dachte, das ist ja ein Ding. Ja, das ist noch eine andere Dimension als das, was du gemeint hast mit dem, man muss die Etikette beherrschen. Ja, ein Riesenpunkt. Und alle, die mit ihr zu tun hatten im Verlag, haben mit ihr darüber gesprochen. Das war ein Phantasma, wirklich. Mit dem, das ging bis zum Ende, es war nie gespielt. Das war wirklich eine Art, man kann es auch so formulieren, eine Art Demut oder Ehrfurcht selbst als Schreibende, dass sie sich vollkommen ungewiss war, ob sie das irgendwie beherrschte. Mhm. Und es war so absurd, weil wir vor ihr saßen, und es waren ja nicht nur einzelne zufällige Individuen, das war die Kritik, die ganz große Kritik, und ihr natürlich diesen außergewöhnlichen Stil, ihre außergewöhnliche Sprache und Denkkraft 100-mal attestiert hatten.
Aber da ist etwas geblieben. Das ist exakt, was dein Satz da formulierte. Passt es auch zu dem Satz, den Frau Schöller zitiert hat? Ich liebe mein Buch, aber ich kann es nicht empfehlen. Und, das hast du mir vorher gesagt, dass sie wollte nicht nur, dass dieses Buch posthum erscheint, sondern sie wollte, dass es 10 Jahre nach ihrem Tod erscheint. Ja, passt dazu. Ich meine, sie hat ja, am Ende sind es viele Bücher gewesen, 10. Das ist die imaginierte Weiblichkeit, dann 2 essayistische Bände und dann kommen wirklich 7, 8 freie Bände. Es hat absolut damit zu tun, sag nochmal den Punkt, darauf wollte ich noch eingehen, was Frau Schöller sagte. Mit dem posthum Erscheinen. Nicht nur, ich liebe mein Buch, aber ich kann es nicht empfehlen und deswegen möglicherweise dieses Rauszögern. Ja, hatte mehrere Gründe. Ein Grund war dieser, der ihr ein Leben lang eigen war, eine Art doch radikaler Zweifel, aber es hatte auch den Grund, dass sie diesen Text für so seltsam hielt. Sie tat sich nicht leicht mit diesem Text und das war auch nicht gespielt. Wir haben immer gewitzelt, das war ihr liebster Ausdruck dafür, verrückt gewordene Neuronen. Also wir nannten verrückte Neuronen diesen Text, das war unser Codename immer, verrückt gewordene Neuronen. Und meine Argumentation und unserem Verlag war immer, ja, ist doch klasse, in einer Welt, die nun wirklich verrückt geworden ist, in so vielem, welches bessere Antidotum gibt es als verrückt gewordene Neuronen, die das spielen und zerlegen? Aber es ist sicherlich auch, so wie ich das sehe, ihr radikalster Text. Ja. Man schon in Nur Mut gibt es ja dieses Endzeit-Szenario der in Anführungszeichen alten Schachteln, die letztlich dann zu Furien werden, weil sie nicht zu verlieren, aber eben auch nichts mehr zu gewinnen haben. Und das ist da hier die ultimative Steigerung dessen, was literarisch bei ihr denkbar war. Ja, das ist das Extrem. In allem. Es ist der verrückteste Text, der freieste, der seltsame, der skurrilste, auch der unheimlichste, ich finde der gefährlichste von all ihren Texten, der intensivste, der wahnsinnigste, darauf haben wir uns immer geeinigt, auf dieses Attribut, der wahnsinnigste, was assoziiert ist, diesen verrückt gewordenen Neuronen. Ja, ins Extrem getrieben, was immer sie fasziniert hat, hier hat sie es ins Extrem getrieben. Ja. Und sie wollte wirklich nicht, das war ihr Ernst, dass wir es veröffentlichen zunächst. Und die Idee war, so in 10 Jahren, in 15 Jahren, das hatte mit ihr zu tun, aber auch mit ihrer Erwartung, wie dieser Text in der Welt angenommen wird. Denn für sie war dieser Text so sehr die gegenwärtige Welt und wenn sie ihn gelesen haben, sie werden es genauso sehen, fühlen und empfinden, dass sie dachte, da hat die Distanz, muss fehlen, allen das lesen zu können und ich hätte gerne ein bisschen Abstand für dieses Buch, dass die Menschen, wenn sie es dann lesen, dem Text näher kommen können. Du hast gesagt, der radikale Selbstzweifel war ja auch zu eigen, bei allem Können, bei allem Intellekt, bei allem, was sie auszeichnete. Ja. Hat das, können wir da den Bogen nochmal kriegen zu dem, was ich nicht vergessen wollte, wie sie als studentische Lehrerin, als Lehrende an der Universität war, sehr streng, sehr genau, wie es ja auch Antje geschildert hat, wenn sie Texte sezierte und auseinandernahm. Und gleichzeitig wurde sie von Studenten und Studentinnen verehrt wie keine andere Person. Ja, ein weiterer der Grundsätze, der galt allgemein, aber es war auch eine pädagogische und didaktische Maxime, ein weiterer Grundsatz, immer ein bisschen zu viel fordern und immer ein bisschen zu viel loben und das zusammen. Also den Menschen, den Einzelnen, und das ist so eine schöne Idee natürlich für die Entwicklung eines Menschen, immer ein bisschen schubsen, dass der immer ein bisschen weiterkommt, aber nie so, dass er Gefahr läuft zu fallen, zu stolpern und das vor allem nicht, weil sie ständig dann lobte und zwar auch immer ein bisschen über das hinaus, was man gewöhnlicherweise erfährt von einem Lehrer und diese Kombination, die finde ich einlöst, was im schönsten Sinne Bildung und Entwicklung eines Menschen in unserem abendländischen Sinne überhaupt heißen kann, das hat sie im Kern motiviert in allem. Und das gilt für Freundschaften, nur ihr habt eben viel über Freundschaften, da galt es genauso. Also da hatte man das Glück,
das Privileg, das zu erfahren. Also die, sie gab einem die Möglichkeit, im Umgang mit ihr mehr zu werden, permanent, als man war. Und das in einer liebevollen Umarmung die ganze Zeit. Also nie so. Und fürs Lektorat galt das generell auch. Und das war ein bisschen eine Ausnahmesituation, genau wie Antje Rawick-Schubel es gesagt hat. Sie hat sich radikal auf den Text konzentriert und der Autor war ihr in dem Moment, ich sag mal, vollkommen egal. Danke bis hierher, denn wir hören noch einen Text. Ich glaube, dass das letzte Buch Lug und Trug dein Lieblingsbuch ist. Kann das sein? Zumindest nee. Aktuell? Nee? Nein, das wäre wirklich falsch, weil ich sie alle so liebe. Das ist keine Formel, keine einfache rhetorische. Sie sind wahnsinnig unterschiedlich. Man muss mit jedem Buch neu beginnen. Man würde nie vermuten, dass es eine Autorin ist, höchstens an Stilmerkmalen wie der großen Schönheit, der Präzision, der Höhe, der Sprache und all das. Aber sie sind wahnsinnig unterschiedlich. Aber so vom wilden Geist her, hast du recht, da fühle ich mich dem vielleicht am nächsten. Ich gestehe, dass mein Lieblingsbuch Sarahs Gesetz ist, weil dieses Porträt oder besser gesagt Doppelporträt habe ich in einer solchen Form noch nie vorher gelesen. Und da ich nun beide kannte und schätzte und es in dieser Form lesen konnte, ist es ein Buch, was mich wirklich glücklich gemacht hat und weiter glücklich machen wird. Und es ist nicht meine Entscheidung gewesen, sondern eure, dass wir aus Sarahs Gesetz den letzten Text heute Abend hören von Brigitte Assauer. Bitte sehr. Das Ereignis. Meine Freundin Sarah Schumann hatte Geburtstag gestern. Zu den Gerüchten, die ich verwerfe, gehört, dass sie 80 Jahre alt geworden sein könnte. Gestern soll das gewesen sein. War unsere erste Begegnung nicht vorgestern erst? Zu den Wundern, die ich ehre, gehört ihre Regie, die kluge und barmherzige Lenkung unseres gemeinsamen Lebens. Woche für Woche, Tag für Tag, Stunde für Stunde, solange es gehen mag. Wohlgemerkt, Liebe und Klugheit führen Regie mit einer sanften Beimischung preußischen Pflichtempfindens. Ja, ich will erzählen von meiner Freundin Sarah Schumann. Das habe ich heute an diesem Tag vor einer Stunde erst beschlossen. An diesem Tag, dem 13. August 2013, ist der Himmel blau. Ich sehe nur einen Fensterausschnitt davon, ich hätte gerne mehr Blau. An diesem Tag liege ich im Bett. Daran ist nichts außergewöhnlich. Ich war oft, sehr oft, genau besehen, immer krank während der gemeinsamen Jahre. Mal mehr, mal weniger. Jetzt, in diesem Sommer des Jahres 2013, ein Sommer, den ich versäume, hat es mich wieder hart getroffen. Jetzt bin ich sehr krank, sehr schwach und sehr dünn. Ein Skelett geradezu. Als ich Sarah kennenlernte, das ereignete sich nach menschlich verabredeter Zeitmessung vor 40 Jahren, war ich auch schon krank, unheilbar, aber für Unvoreingenommene noch nicht sichtbar. Einige Zeit nach diesem Ereignis, anders kann ich den Zufall unserer ersten Begegnung im Rückblick nicht nennen, habe ich ihr von diesem dauerhaften Kranksein gesprochen. Ich habe die Szene in ihrer Wohnung im alten West-Berlin, Steckschlüssel, 4. Stock, Kohleöfen, noch genau vor Augen. Der große hölzerne Arbeitstisch, der zu einem kleinen Teil auch als Esstisch dient und übersät ist mit Farbspuren. Wir löffeln ihre Möhrensuppe. Die Suppe ist angereichert und gekräftigt mit Fleisch aus einer Senatskonserve. Ich springe ab und zu. Vor mir steht die Suppe. In einem tiefen Teller. Ich bewundere den Teller. Der stamme, so sagt Sarah Schumann, noch aus der Zeit, als sie in London lebte, viele Jahre bevor wir uns begegneten. Ein schöner Teller. Ich studiere das Dekor unter der Glasur. Ein zartes Ornament in Rot und Blau. Ich spüre, sie nimmt fälschlich an, dass mir die schlichte Suppe nicht schmeckt. Wir sind uns fremd. Ich lege den Löffel ab und schaue verlegen aus dem Fenster. In dem gegenüberliegenden Altbau wird der Dachboden ausgebaut. Überall in West-Berlin werden jetzt die Dachböden ausgebaut, in den alten Häusern, die zwei große Kriege bestanden haben. Ich frage Sarah Schumann, um ein wenig ins Gespräch zu kommen, ob auch ihr Hausbesitzer derartiges angekündigt habe. Sie sagt nein. Iss, sagt sie. Ich fahre zusammen.
Gut, dass ich den Löffel abgelegt habe. Er wäre mir sicher aus der Hand gefallen. Nie, wirklich nie. Nie hat jemand bei Tisch einen so nackten Imperativ auf mich gerichtet. Sie aber schaut freundlich aufmunternd bei diesem strammen Wort. Ich führe den Löffel zum Mund. Ich will mich in ein gutes Licht stellen. Warum eigentlich? Und überlege, was ich sagen könnte. Es müsste etwas sein, das sie beeindruckt. Mir fällt nichts ein. Um die Verkrampfung zu lösen, rede ungewollt Belangloses und schließlich, ganz gegen die Gewohnheit, rede ich von meiner Krankheit. Sie legt den schönen Kopf etwas schief und sagt, ist in Ordnung. Ich weiß, sie meint nicht, dass es in Ordnung sei, von solch einer Krankheit befallen zu sein. Sie meint, dass sie damit zurechtkommen wolle, jedenfalls etwas in der Richtung. Ich freue mich. Vielleicht noch eine Sache. Die verpatzte Einweihung. Ja, das war lange beschlossen. Im Alter wollen wir uns eine gemeinsame Unterkunft gönnen. Winter 1999. Ein Anruf von Sarah. Sie wolle sich eine andere Wohnung in Berlin suchen. Der vierte Stock, die Schlepperei der Bilder und Einkäufe werde ihr zu schwer. Jetzt, so sprach sie, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt musst du dir überlegen, ob du mit mir leben willst. Dies hier wird sicher mein letzter Umzug sein. Januar 2000. Ich fuhr nach Berlin. Wir fanden eine Wohnung, die uns gefiel. Während mir unerwartet in Frankfurt nochmals eine Art Beruf zufiel, der mir jede Freiheit ließ und den ich liebte, zog 2001 Sarah bereits in die neue Behausung. Ich wollte noch auf eine unbestimmte Zeit in der Nähe der Freunde bleiben, die jetzt mit mir arbeiteten. Im November 2002 fuhr ich nach Berlin. Es war geplant, dass mein Besuch bei Sarah bis ins neue Jahr reichen würde. Freundinnen begleiteten mich in Frankfurt zum Bahnhof. Im Januar wollten wir uns dort wieder begrüßen. Ich freute mich auf Sarah und aufs Probewohnen. Dann strandete ich. Ich strandete hinein in unser neues Leben. Am zweiten Tag schon ereilte mich ein schwerer Krankheitsschub. Ein halbes Jahr lag ich flach, zu nichts mehr tauglich. Sarah war verzweifelt. Auch als es mir wieder besser ging, war an eine Rückreise nicht zu denken. Erst allmählich war ich bereit, einzusehen, dass ich mein eigenständiges Frankfurter Leben nicht mehr bewältigen konnte. So blieb ich in Berlin. So nahm ich Sarah auf. So kam meine schwerste Zeit, Krankheit. So kam meine glücklichste Zeit, Sarah. Eine Stelle noch. Ich muss das erwähnen. Unbedingt. Andernfalls wäre alles müßig. Sarah ist während der letzten 40 Jahre, wenn es ernst wurde, nie von meiner Seite gewichen. In jede Intensivstation vorgedrungen. Hat ein Vierteljahr eine offenklaffende Wunde an meinem Hals, sorgsam und keimabwehrend verbunden. Sie hat mich lange Zeiten nach den Operationen und anderen krankheitsbedingten Schwächeperioden gepflegt und versorgt, wann immer es nötig war. Und oft war es nötig. Ich bin ihr dankbar. Und ich bin dankbar, dass die Liebe da war, bevor ich wusste, dass ich ihr den Dank einmal in so hohem Maße schuldig sein würde. Sonst hätte ich mich fragen müssen, ob ich da nicht etwas verwechsle. Wie soll ich nennen, was uns verbindet? Sarah favorisiert das Wort Freundschaft, hat aber auch keine Einwände gegen das Wort Liebe, würde jedoch, wie ich vermute, aus pathosfeindlichen Gründen nicht zu anderen so sprechen. Ich tue das manchmal, allein schon, damit nicht der Eindruck entsteht, ich wolle da etwas verbergen oder verschleiern. Ich glaube, unser Zusammensein hat von beidem das Beste. Dass eine Liebe auf die längere Dauer nur dann eine Chance hat, wenn die Freundschaft mit ihren Geboten des Vertrauens und der Verlässlichkeit dazu käme, haben vor mir schon Kluge erkannt. Es gab keine Verpflichtungen.
Wir haben nicht einmal vereinbart, dass wir nichts vereinbaren wollen. Wir haben nicht von irgendeiner Freiheit gesprochen, die wir einander gewähren wollten. Das wäre uns völlig absurd erschienen, da sie zu keiner Zeit durch keine Verabredung in Frage gestellt war. Wenn man nichts verspricht, muss man auch nicht von einem Versprechen entbinden. Wir jedoch sind unabhängig voneinander nicht einmal der Idee eines Versprechens nahegekommen. Wir hatten offensichtlich nicht den Wunsch, eine Vereinbarung nicht zu treffen. So what? Es gibt keinen Gründungsmythos, bis auf ein kleines Erstbegegnungsnarrativ, das ich mir erlaube und sogar einmal in eine Erzählung gebracht habe. Darin spielt die Telefonzelle vor dem Haus, in dem Sarah damals wohnte, eine wichtige Rolle. Unser Beieinander hatte in seinem Verlauf über die Jahrzehnte und die räumliche Entfernung Berlin-Frankfurt hinweg eine Zwangsläufigkeit. Diese Zwangsläufigkeit hat, ich bin sicher, keine von uns herbeigeführt. Sie war uns lange Zeit nicht einmal bewusst. Ich kann sie auch nur etwas verschwommen im Rückblick ausmachen. Ich kann da nichts datieren. In aller Vorsicht kann ich sagen, dass sie wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren beiderseits langsam immer mal mehr oder weniger spürbar wurde. Was wurde spürbar? Dass es wohl nicht anders sein konnte. Ich frage Sarah, ob ich das so sagen darf. Sie sagt, ja. Ja, vielen Dank, Brigitte Assauer, vielen Dank für die Lesung und vielen Dank allen, die beteiligt waren. Unsere Gedanken sind bei Silvia Bowenschen und bei Sarah Schumann. Danke, dass Sie heute Abend mit uns sind. Vielen Dank.